Hallo und herzlich willkommen zu Skyrim oder anders. Mesul ist wieder emotional aufgewühlt und kompromittiert. Naja, jedenfalls habe ich rausgekriegt, weshalb ich wieder so ein bisschen erbost bin. Und da liegt ganz einfach daran, ich habe einen Kollege, der unglaublich schlechte TikToks teilt. Da habe ich einen TikTok bekommen. Wo es quasi... Ja. Da hat sich so ein Vollidiot die Mühe gemacht, sämtliche Versprecher unserer Außenministerin Annalena Baerbock zusammenzuschneiden und dann einen unglaublich infantilen Kommentar zwischendurch abzugeben. Alles in allem muss ich bei so einem Kleinkind-Niveau als allererstes nicht lachen. Das ist das Allerschlimmste, weißt du? Wenn man schon so einen Scheiß macht, dann doch bitte wenigstens lustig, ne? Aber der war einfach so, Alter, warum hast du das geteilt? Warum? Weißt du, dass dieses TikTok überhaupt existiert, ist schon schlimm genug, weißt du? Aber dass er auch das noch teilenswürdig fand, das hat mich doch ein bisschen aufgeregt, ne? Weil zum einen, man kann unsere Regierung wegen vielem, kann man sie kritisieren. Man kann sie kritisieren, weil wir einen korrupten Kanzler haben, der einfach mal eine Bank damit durchkommen lässt, Steuern zu hinterziehen. Und noch nicht mal, das ist ja, weil sie Cum-Ex-Geschäfte, ist ja noch nicht mal, dass da Steuern hinterzogen werden. Ihr wisst ja, ich bin aus der Finanzbranche. Wenn ihr jemanden aus meiner Branche fragt, was er beruflich macht, dann sagen wir immer, wir beraten in Sachen Steuervermeidung. Ne? Vermeidung ist ein schönes Wort für Hinterziehung. Ne? Nur, dass es eben ja legal ist. Da ist schon meiner Meinung nach der Hase im Pfeffer. Ne? Dass es eben Leute wie mich gibt, die quasi ja mit dem legalen Diebstahl an der Gesellschaft Geld verdienen. Ne? Denn ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, wenn ihr mal so einen Typen sehen wollt, den wir da bescheißen, dann müsst ihr einfach nur in den Spiegel gucken. Ne? Denn ich glaube, das ist das, was die meisten Leute vergessen. Ne? Wenn die FDP um Steuersenkung da Wahlkampf mitmacht, dann bin ich immer höchst irritiert, weil die Leute, die schreien immer danach, die überhaupt gar nichts damit zu tun haben, weil sie halt kaum Steuern zahlen. Ne? Sondern bei den Steuersenkungen, ne, ich fand's ja so witzig, ne, hier mit Guido Westerwelle haben sie sich einmal damals die 18% geholt, da haben sie großartig mit Steuersenkungen haben sie Wahlkampf geführt. Ne, am Ende gab es dann die Steuersenkungen für die Hoteliers und dann ist dem blöden Deutschen wieder aufgefallen, ich habe ja gar kein Hotel. Ne, weißt du, das ist das immer so, weißt du, da wird so ein Finde ich erstmal gut. Steuersenkungen sind prinzipiell sind die Scheiße. Ne? Weil ihr davon ja von dem Bezahlen von Steuern nicht betroffen seid. Ne? Und auf der anderen Seite geht da halt Geld für die Schulen bei drauf. Ne? Sprich, eure Blagen bleiben so blöde, wie sie sind, weil sie keine ordentliche Ausbildung bekommen. Ne? Ihr könnt nicht vernünftig auf Straßen rumfahren, weil da überall Schlaglöcher drin sind, wie sonst was, weil irgend so ein reicher Affe meint, ja, entweder keine Steuern zu zahlen, indem er FDP wählt, die dann hier mit Steuersenkung für Hoteliers um die Ecke kommt, ne? Oder auf der anderen Seite, indem er dann Leute wie mich beauftragt, dann noch mal zu gucken, wo es legale oder eben auch illegale Möglichkeiten gibt. Ne?
Denn ihr glaubt ja wohl nicht, dass wir in der Finanzbranche uns nur mit den legalen Methoden zufrieden geben. Da gibt es auch jede Menge Illegaler, die gerne in Anspruch genommen werden. So, und Cum-Ex ist dabei eines der illegalsten Sachen, die es gibt. Ne? Da werden nämlich quasi dann sich Steuern zurückerstattet gelassen. Also müsst ihr euch vorstellen, ne? Ihr macht Steuererklärung, dann lasst ihr euch Steuern zurückzahlen, die ihr nie gezahlt habt. Ne? Da sagt jedem Dreijährigen, jeder Dreijährige kommt auf die Idee, mir Steuern zurückerstatten zu lassen, die ich eigentlich nie gezahlt habe. Das kann nicht ganz richtig sein. Nee, ist es auch nicht. Ne? So, genau aus dem Grund fehlt mir da halt absolutes Verständnis dafür. Ne? So. Und die Bank, die halt quasi ein, ja, ein Geschäftsmodell auf diesem Umstand aufgebaut hat, damit davon kommen zu lassen, ist für mich Korruption par excellence. Ne? Also das ist der Lindner. Ne? Hier seine Porsche und SUV-Kollegen, ne? Mit dem Tankrabatt, den es da am Anfang des Krieges gab. Ne? Überproportional subventioniert hat. Ne? Das ist eine Sache. Ne? Das ist eine Sache. Weißt du, aber eine Bank mit Diebstahl davonkommen zu lassen, ne? Und sich später an nichts erinnern zu wollen, ist für mich die Korruption in Reinform. Ne? So, von daher, man kann unsere Regierung, sprich Scholz, für Korruption kritisieren. Ne? Allerdings weiß ich nicht, was so eine Kritik soll, weil irgendein Idiot hat den ja wohl gewählt. Ich meine, okay, habe ich auch schon gesagt, was da zur Auswahl stand, ne, mit wie heißt er? Laschet, ne? War jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Ne? Der hat ja auch den Schuss nicht gehört. Ne? So. Laschet ist CDU und CDU ist ja per Definition ist sehr korrupt. So. Und rückwärtsgewandt. So, also man könnte unsere Regierung wegen Korruption kritisieren. Ja. Ich glaube sogar Lindner ist ja jetzt schon bald aufgeflogen, ne? Indem er da so ein Grußwort für eine Bank abgelassen hat. Könnt ihr ja mal gucken, ob ihr eine 100% Finanzierung für ein Haus bekommt bei der Bank. Und ich glaube, der hat sogar doppelt finanziert. Also er hat einen Kredit in Höhe von dem doppelten Preis des Hauses bekommen. Aha. So. Aber wahrscheinlich muss ich dann auch noch erklären, wie Kredite funktionieren. Vielleicht ein kleines, ne? Falls euch irgendjemand mit 0% Finanzierung locken möchte, der hält euch für genauso blöde, wie ihr seid. Ja. Denn eine 0% Finanzierung ist ungefähr so wie ein Einhorn, ein mythisches Fabelwesen, das es in Wahrheit gar nicht gibt. Niemand leiht euch für 0% Geld. Wie seid ihr drauf? Jeder, der so einen Schwachsinn glaubt, der gehört direkt zwangskastriert. Weißt du, so was darf sie eigentlich gar nicht weiter vermehren. Weißt du, der glaubt auch, weiß ich, an die flache Erde oder was es da sonst nicht noch für Schwurbelheiten gibt. So. Naja. So, also es gibt wirklich eine Menge Dinge, weswegen man unsere Regierung kritisieren könnte. Naja, wo ich überhaupt nichts gegen zu sagen hätte, weißt du, aber da wird dann eine Frau vorgeführt, weil sie auf öffentlicher Bühne quasi an so einem Rednerpult, und da möchte ich mal die meisten sehen, weißt du, wenn die an so einem Rednerpult stehen, ne, ob die da immer alle Sätze so gerade rauskriegen. Ja, und dann meistens noch in der Fremdsprache.
Ich feiere sie zum Beispiel dafür, dass sie endlich mal öffentlich feststellt, ja, wir befinden uns mit Putin im Krieg. Ist nämlich auch so. Ne? So. Und jeder, der was anderes behauptet, der hat meiner Meinung nach die letzten 12 Monate irgendwie gepennt. Natürlich. So. Und das hat die Frau einfach mal festgestellt. Die hat überhaupt nicht behauptet, dass er Putin den Krieg erklären will. Braucht sie ja nicht. Der hat uns schon vor langer, langer Zeit hat er uns schon den Krieg erklärt. Und zwar in dem Moment, als er systematisch angefangen hat, unsere Gasspeicher zu leeren. Und das hat er nicht aufgrund dessen getan, dass wir ihn mit Sanktionen belegt haben, sondern hat er schon vor dem Ukraine-Krieg mit angefangen. Damit er nämlich uns im Nachhinein mit dem und dem erpressen kann. Ne, mit der Einstellung von Gaslieferung. Weil wenn wir volle Gasspeicher gehabt hätten, hätten wir sagen können, juckt uns nicht. So, und deswegen hat Putin, schlau und strategisch wie er ist, hat er gesagt, komm, wir machen den Deutschen schon mal vorher die Gasspeicher leer. Dann gucken sie nämlich im Winter, wenn wir die Ukraine angreifen, gucken sie schön in eine Röhre, weil sie nicht wissen wollen, wie sie ihre Häuser heizen sollen. So ein Bullshit. Wir sind nicht mit Putin. Natürlich sind wir mit Putin im Krieg. Da sind wieder irgendwelche Schwurbler, weißt du, die auseinanderpflücken, weißt du, und dann Versprecher. Versprecher. Weißt du, wenn die einzige Kritik, die an einem wirklich, die einzige Kritik, die man an einem Politiker äußern kann, ist, dass er mal einen Versprecher hat, ne? Obwohl er den ganzen Tag an irgendeinem bescheuerten Pult steht und vor was weiß ich nicht, wie vielen Leuten quatschen muss. Wenn da wirklich als einzige Kritik überbleibt, dass man einen Versprecher hat, ne? Ja, dann hab ich doch super. Ist doch alles gut. Ne? Wäre doch viel schlimmer, wenn ich einen korrupten Kanzler hätte. Ne? Oder so einen unfähigen Finanzminister. Ne? Der ein Sondervermögen nach dem anderen aus dem Hut zaubert und das als und damit seine Schuldenbremse. Alter, weißt du? Und dann auch, weißt du? Schuldenbremse. Oh Gott. Weißt du, der Normalsterbliche, der hat damit überhaupt nichts zu schaffen. Das interessiert er nicht. Das ist auch wieder nur für die Anleger, weißt du? Damit. Ach. Nee. Gott im Himmel. Ich weiß schon, warum in unserer Branche heißt, die finanzielle Bildung der Deutschen kann man mit Schulnote 5 bewerten. Ich sitze manchmal vor Leuten, berate die in Sachen Finanzen, weißt du, und dann siehst du, dass bei denen im Kopf gehende Leere herrscht, weißt du, dass sie überhaupt null Plan haben, wovon ich da spreche, weißt du, und da versuche ich mich schon einfach auszudrücken. Ich sitze dann da, ich sehe, da gehen gerade die Jalousien, geht vor mir runter, weißt du, das ist so der Moment, das ist so der Moment, in dem das Gehirn ganz einfach abschaltet. Da kann man sehen, weißt du, und dann sitze ich da und dann überlege ich mir, ja, Alter, du hast das jetzt schon versucht, wie einem Kleinkind zu erklären, und der versteht das trotzdem nicht. Na ja, was machst du denn jetzt? Nee. Miaul. Scheiße. Und wisst ihr, was das Schlimmste daran ist, ne? Ich könnte ja jetzt meinen Kollegen als bisschen dumm bezeichnen, ne? Oder einfach dekadent, ne? Das ist nämlich genau das, was Putin, worauf er spekuliert hat. Auf die Dekadenz des Westens. Dass uns eine warme Bude wichtiger ist als Freiheit, ne? Mal zu eurer Information, ihr Vollhorste da draußen. Ne? Da geht's nicht um die Ukraine. Ne? Geht's auch, klar. Hat Putin keinen Bock drauf, dass im Nachbarland Demokratie herrscht. Das will er nicht. Ne? Sondern es geht darum, die bestehende Weltordnung in Frage zu stellen. Ne? Xi Jinping und Putin wollen die bestehende Weltordnung in Frage stellen. So. Und aus dem Grund hat Putin einfach mal die Ukraine angegriffen, weil er festgestellt hat, ach guck mal, ne? Gavros, seid ihr das? Ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben. Lasst mich die Tür öffnen. So,
super. Was zum... Was tut ihr hier? Was habt ihr mit Gavras gemacht? Ich habe ja gar nichts mit dem gemacht, er ist tot. Es waren die Falmer, nicht wahr? Keine Ahnung. Verflucht sollen sie sein! Sie haben alles ruiniert! Wenn Gavras fort ist, gibt es keine Hoffnung mehr. Er hätte eigentlich mit dem Kristall zurückkommen sollen. Ohne ihn war unsere ganze Arbeit umsonst. Und ihr auch. Wenn ihr hier nach Schätzen, Weisheit oder Ähnlichem sucht, habt ihr leider eure Zeit vergeudet. Was hat es mit dem Kristall auf sich? Beim ersten Mal hat es nicht funktioniert. Ich wollte es Gavros erklären, aber er wollte nicht auf mich hören. Nein, es wird nicht zu kalt, sagte er nur. Aber natürlich hatte ich am Ende recht. Als wir hier eintrafen, war alles ganz falsch eingestellt. Verformt durch die Kälte. Gavros musste alles nach Sirodiil zurückschaffen. Hat den Rest von uns einfach hier zurückgelassen, um die verdammten Falmer abzuwehren. Wofür ist der Kristall gut? Es war eine wirklich brillante Idee. Natürlich stammt sie hauptsächlich von mir. Auch wenn Gavros den ganzen Ruhm dafür eingeheimst hat. Ist aber geheim. Amtliche Synodenangelegenheiten können nicht darüber es reden. Es hat mir wirklich gefehlt, solche Reisen zu unternehmen. Was die macht ihr hier? Ich bin in amtlichen Angelegenheiten des Hohen Rates der Synode hier. Mehr müsst ihr nicht wissen. Außerdem könnte ich euch dasselbe fragen, wo ihr doch ganz allein an einem gefährlichen Ort wie diesem unterwegs seid. Och, das ist hobbymäßig, das mache ich so. Und dann quatsche ich hier über Politik und so ein Quatsch, was die Leute eigentlich gar nicht interessiert. Außerdem suche ich den Stab von Magnus. Ach ja, leider kann ich euch damit nicht helfen. Ich brauche den Kristall, bevor ich etwas Sinnvolles machen kann. Und ich habe ihn nun mal nicht. Ist es dieser hier? Ihr habt ihn gefunden? Ja. Aber wie um alles in der Welt? Das ich hab einen Falmer abgeknallt und er hatte den bei sich. Das ist er! Ich weiß ja nicht, wer ihr seid, aber ihr habt möglicherweise gerade dieses kleine Projekt gerettet. Wer seid ihr überhaupt? Ich bin von der Akademie vom Winterfest. Was ihr nicht sagt. Savos wollte uns nicht einmal eine Audienz gewähren, als wir zu euch kamen. Und nun kreuzt ihr hier auf und erwartet euch etwas von mir? Das gefällt mir ganz und gar nicht, wisst ihr? Aber ihr habt mir die Haut gerettet, also kann ich vielleicht über die Vergangenheit hinwegsehen. Kommt, ich erkläre es euch unterwegs. Alles klar. Was immer Gavros auch gesagt haben mag, ich hatte die Idee zuerst. Der Rat wird nach meiner Rückkehr davon erfahren. Es war meine Idee, dieses Ukola zu verwenden. Ich weiß nicht mehr, wie die Zwerge es nannten. Etwas Unaussprechliches, so viel steht fest. Aufgrund unserer Nachforschungen glauben wir, dass sie darauf aus waren, die Natur des Göttlichen zu entschlüsseln. Ihre gesamte Maschinerie war mit dem Ziel erschaffen worden, das Sternenlicht zu sammeln, um es dann... Hier bin ich mir nicht ganz sicher. Um es irgendwie zu spalten... Es war meine Idee, eines der Hauptelemente durch unseren Fokuskristall zu ersetzen. Dazu musste ich über viele Monate unzählige Verzauberungen anwenden. Wollen wir nur hoffen, dass diesmal alles stimmt. Hier! Wundervoll, nicht wahr? Es war eine Heidenarbeit, das wieder zum Laufen zu bringen. Ich hoffe, die Plackerei zahlt sich noch aus. Legt den Kristall in die Vorrichtung in der Mitte. Dann können wir den Vorgang zur Fokussierung einleiten. Alles klar. Kamerad Schnürschuh. Gott sei Dank. Gott sei Dank. So, hier liegt Frostbiss und der Flammen und ein Buch über die Kultur der Drehmer. Außerdem ein Band über die Architektur der Drehmer und ein Band über die Gesetze der Drehmer. Die Bücher sind relativ latte, weil ich jetzt erstmal hier den Fokus einsetzen muss. So, Ast rein. Ja.
So. Jetzt muss ich kurz mal schauen. Ah, bitte, 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 bitte. Flammen. Eis habe ich nicht. Schade. Zerstörung. So, und dann kann man halt. So, das sieht mir stimmig aus. Naja, also mit Kälte und mit Feuer könnte dann halt hier so ein bisschen da rumputschen. So, das passt. Dann geht der Knopf auch zu. Dann geht der Knopf auch zu. Oh, interessant, ne? Dass sie die Knöpfe zumachen, sobald es richtig ist. Damit der Rätsel auch einen AfD-Wähler lösen kann. Und nicht alles wieder durcheinander bringt. Die jahrelange Arbeit macht sich endlich bezahlt. Aber was ist es? Diese Resultate sind ganz anders, als sie sein sollten. Diese Projektion sollte erleuchtet sein wie der Nachthimmel. Aha, ist es nicht? Irgendetwas verursacht eine beträchtliche Störung. Irgendetwas in Winterfeste, wie es scheint. Aha. Was für ein Spiel treibt ihr da? Ist das etwa ein Versuch, meine Arbeit zu behindern? Ja klar, du bist die wichtigste Person hier in Skyrim, deswegen versuche ich genau deine Arbeit zu behindern. Ich weiß gar nicht, wer du bist. Was habt ihr getan? Und wusstet ihr, was wenn ich gleich weg bin, habe ich dich nach 10 Minuten vergessen. Seid ihr hier, um sicherzustellen, dass euer Plan aufgegangen ist? Alter, komm runter. Dass eure Anstrengungen nicht umsonst waren. Komm runter. Wusstet ihr, was komm runter. Und eure Akademie haben Jahre meiner Arbeit zerstört. Ich habe Freunde und Kollegen an die Falmer verloren. Und ihr wollt, dass ich mich beruhige? Wie habt ihr es gemacht? Ich verstehe nicht, warum ihr euch so aufregt. Seht doch einfach hin. Das hier sollte heller als der Nachthimmel leuchten. Und das ist nicht der Fall. Ihr habt ganz eindeutig eine störende Wirkung. Oder aber... Ihr habt da etwas in eurer Akademie, nicht wahr? Etwas unglaublich Mächtiges. Etwas, das alles übersteigt, was ich jemals erwartet hätte. Was ist es? Das werde ich nicht beantworten. Dann habt ihr also etwas gefunden. Ob es nun beabsichtigt war oder nicht, es verspricht einige interessante Resultate. Könnt ihr mir jetzt helfen, den Stab des Magnus zu finden, oder nicht? Der Stab, ja. Interessant. Ich kann euch nicht alles erklären. Dadurch würde ich viele der Geheimnisse verraten, die die Synode über die Jahre hinweg zusammengetragen hat. Aha. Ich bezweifle außerdem, dass ihr alles bis ins Detail begreifen würdet. Nee, ist klar. Habt ihr jemals das Planetarium in der Kaiserstadt gesehen? Das diente als Inspiration für diese Idee. Anstatt den Himmel zu projizieren, projizieren wir ganz Tamriel und nutzen dann die latenten Energien zur Überlagerung der Positionen von... Ihr müsst nur wissen, dass das Ziel der ganzen Arbeit war, uns Quellen großer magischer Macht zu offenbaren. Natürlich nur zum Schutz des Kaiserreichs. Na klar. Und doch wurden uns am Ende nur zwei Orte offenbart. Und einer davon ist eure Akademie.
Und der andere? Andere Ort? Nun, es kann sich nur um Labyrinthion handeln. Ach so. So, Magier von Winterfeste. Wie es scheint, habe ich eure Absichten durchschaut. Selbst wenn all eure Worte Lügen waren, weiß ich, dass ihr in Winterfeste etwas habt, das den Rat der Synode sehr interessieren wird. Also schön, tretet auf der Suche nach eurem Stab den langen Weg nach Labyrinthion an. Ich hingegen werde nach Cyrodiil zurückkehren und dem Rat meinen vollständigen Bericht unterbreiten. Diese Sache ist noch nicht vorbei, das kann ich euch versichern. Also der Stab von Magnus ist in Labyrinthion? Nun, ja, wahrscheinlich. Ich meine, ja. Natürlich ist er dort. Aber das spielt nun keine Rolle mehr, weil ich weiß, dass ihr in eurer Akademie etwas noch viel Wichtigeres verbergt. Der Rat muss davon erfahren. Er muss wissen, was ihr im Schilde führt. Ich bin in amtlichen Angelegenheiten des Hohen Rates der Synode hier. Mehr müsst ihr nicht wissen. Ihr seid schon ein bisschen lange hier. Ihr seid ein Querdenker geworden. Bin ich das? Ja. Bin ich das? Ich glaube eher, ich habe hier mehr entdeckt, als ich mir jemals erhofft hatte. Das sagen die Querdenker immer. Ihr werdet mich mit euren Schwindeleien nicht verwirren. Nee. Ich glaube, wir sind hier fertig. Sind wir auch, Alter. Querdenker, da kriege ich Kopfschmerzen. Meine Herren, du. Wisst ihr, was mich da so ankotzt, ne? Das ist zum einen so diese... Ich will zwar eine Bude haben und deswegen interessiere ich mich nicht für das Schicksal der Ukrainer. Ist mir auch egal, ob die bluten und verrecken müssen, ne? Bei den Quatschköppen, die unbedingt mit Putin verhandeln wollen, da zweifle ich sowieso an deren Verstand, ne? Weil ich würde mal sagen, Butscha hat genau gezeigt, wie so eine Herrschaft unter Putin dann aussieht, ne? Nämlich mit systematischen Verfolgungen und Exekutionen. Ist eine super Perspektive für die Ukraine, für die Idioten, die sich fragen, warum die Ukraine bis in den Tod bereit ist zu kämpfen. Na, das liegt ganz einfach daran, ja, Verfolgung und Exekution, das finden die jetzt eher nicht so geil. Oh. Bislang habt ihr euch gut geschlagen, doch es stehen schwere Zeiten bevor. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass ihr sofort in die Akademie zurückkehrt. Ja. Ihr werdet aufgefordert werden, schnell zu handeln. Stellt euch der Herausforderung und findet heraus, wozu ihr fähig seid. Ihr seid auf dem richtigen Weg und ihr werdet Erfolg haben. Na, ich bin mir da nicht so sicher. In einer solchen Ruine wäre ich fast gestorben. So, und alles in allem weiß ich nicht, ob die Leute das überhaupt ernst meinen. Weißt du, oder ob die einfach nur zu faul sind. Ne, oder zu bequem oder was auch immer. Einfach mal zu akzeptieren, da müssen wir jetzt durch. Ne, wir haben die Scheiße nicht angefangen, etwa Putin, der die Scheiße angefangen hat. Aber wir müssen da jetzt so durch. Ne? Da gibt's nichts hier von wegen. Ja. Ne? Wir haben doch 2014 gesehen, was daraus resultiert. 2014. Putin annektiert völkerrechtswidrig die Krim. Der ganze Westen sagt, ach komm, ist doch nur die Krim. Lass mal weiter Geschäfte machen. Ne? So. Nach allem, was ich weiß, kam sogar unsere bescheuerte Merkel im Anschluss noch auf die Idee, was ist das für Höhle? Und da, ach so, alles klar, ich weiß. Irgendein Ork-Dorf, glaube ich, ne? Ja.
Und was war das Ende vom Lied? Putin hat sie gesagt, guck dir diesen jämmerlichen Haufen Europäer an. Da kannst du hier in der Weltgeschichte rumhuren und mal ebenso. Die Ordnung auf den Kopf stellen und keine Sau interessiert sich dafür. Oh, falle ich einfach mal ganz in die Ukraine ein. Ne? Könnt ihr euch auch nur ansatzweise vorstellen, was los ist, wenn wir die Ukraine im Stich lassen? Was Putin dann von uns denkt? Ne? Dann steht er demnächst in Berlin, ne? Weil er sagt, das war mal irgendwann, war das mal hier Sowjetunion. Ne? Um mal ganz zu schweigen davon, ist das sowieso sein Traum. Ne? Er möchte das Großrussische Reich wieder aufbauen. Ne? So, und er möchte die Welt, beziehungsweise die gesamte Weltordnung, möchte er neu definieren. Und zwar wieder wie damals durch Großmächte. Deswegen behauptet er ja auch, und da fallen ja wieder die Querhammel drauf rein, ne? Dass das kein Krieg zwischen Russland und der Ukraine ist, sondern ist ja ein Krieg zwischen Russland und den USA. Ne? Das hätte Putin gerne. Ne? Die Welt aufgeteilt in Großmächte. So. Und dann könnt ihr euch ja mal selber die Frage stellen, ob Putin uns in dieser Ordnung als gleichberechtigt ansieht. Ich sage mal, nö. Sieht der Kerl nicht. Ne? So. Aber mein Gott, die Ossis sind dafür und ganz ehrlich, wir haben gesehen, was da 89 über die Mauer gekrabbelt kam. Ne? Ist vielleicht auch besser so, wenn wir einfach hier Sachsen und so an Putin abgeben. Soll er kommen, annektieren, ist in Ordnung. Kann man ja mal machen, kann man ja mal probieren. Ne? Oh Gott. Das Einzige, was den Leuten dann einfällt, ist die Frau für ein paar Versprecher. Dafür wird sie kritisiert. Wunderbar. Wunderbar, weißt du? Und sowas darf wählen, weißt du? Sowas darf wählen. Ne? Die dürfen sogar Kinder erziehen. Ach, ich glaube, hier habe ich gar nichts verloren. Ne? Hier komme ich noch hin, oder? Ich wollte ja noch mal gucken. Komm, Mjoll, wir haben da noch nichts verloren. Mein Jott. So. Und für die Spinner, die glauben, ne? Ja, lass mal verhandeln. Morgen können wir dann wieder Geschäfte mit Putin machen und können wieder billig heizen und hast du nicht gesehen. Könnt ihr in eine Pfeife rauchen. Wird nicht passieren. Ne? Auch die Inflation ist gekommen, um zu bleiben. Ne? Wer das erste Mal in der gesamten Weltgeschichte, wenn die Inflation wieder zurückgedreht werden würde. Ne? Inflation ist generell, die kommt, um zu bleiben. Von daher, die Preise bleiben. Ne? Und da ist nicht Putin schuld oder der Westen oder die USA oder was da auch in den Schwurbelköpfen für Gründe vorherrschen mögen. Da ist ganz allein die Wirtschaft dran in Schuld. Ich wundere mich sowieso, seit Jahren wundere ich mich, dass noch nicht die Inflation zugeschlagen hat. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass die EZB da so eine lockere Geldpolitik gefahren hat. Aber anstatt das Geld in den Wirtschaftskreislauf zu pumpen, ist das Geld einfach, es hat sich konzentriert. Bei den Reichen. Und die vorwerken dann ungefähr so wie ich. Ich habe 1 Million jetzt auf dem Konto. So. Nur stärke ich damit die Wirtschaft von Skyrim? Nö. Ich hocke einfach nur auf dem Geld. Und das war das einzige Glück, was wir hatten. Ja, also im Prinzip sind wir immer ärmer und ärmer geworden. Die Reichen wurden immer reicher und reicher. Und zum Glück haben die Reichen das Geld nicht wieder in den Kreislauf reingepumpt. Sonst hätten wir schon viel früher diese Inflation gehabt. So. Nur irgendwann schlägt es halt zu. So ist das nun mal. Ach ja.
Ich will ballern auf der Autobahn. Ja, aber ein Tempolimit könnte ordentlich an CO2 einsparen. Ist mir egal, ich will ballern auf der Autobahn. Hör mal, wie sich jetzt jüngst herausgestellt hat, könnte so ein Tempolimit noch viel mehr CO2 einsparen, als wir gedacht hatten. Ist mir egal, ich will ballern auf der Autobahn. Das ist die Argumentation. Weißt du, zu faul, um sein eigenes Leben zu retten. Deswegen bin ich diese Folge wieder so erbost und deswegen muss ich gleich Pause machen. Kann ich Skyrim zocken, weil ich euch sonst damit ein Kotelett an der Backe quatsche. Nur ich kriege jetzt nicht auf die Kette. Weißt du? Und da wundert er sich, dass ich nicht lache, wenn er mir so einen bescheuerten... weißt du, ich möchte am liebsten möchte ich weinen. Ne? Weil ich mir denke, Alter, du bist doch gar nicht so dumm. Du bist doch gar nicht so blöde. Ne? Warum teilst du so einen Scheiß? Ne? Das ist doch Propaganda von irgendwelchen Leuten, die entweder echte Putin-Trolle sind oder einfach zu blöde sind, um morgens zwei passende Socken zu finden. Ne? So, und da kann ich echt... Wäre schön, wenn man das mal unterscheiden könnte. Ist das jetzt Putin-Troll oder ist das einfach nur ein Mensch, der morgens zu blöde ist, zwei passende Socken zu finden? Weißt du? Das ist das immer. Weißt du, erste Opfer des Krieges ist immer die Wahrheit. Da wird die Lüge, die wird so häufig, wird die wiederholt und wiederholt und wiederholt, bis dann irgendwann sagt, jo, das stimmt, das habe ich schon mal gehört. Nee, das stimmt nicht, weil du schon mal gehört hast, das stimmt. Das ist eine Lüge, die du schon x-mal gehört hast. Und nur weil du sie x-mal gehört hast, wird sie immer noch nicht zur Wahrheit. Warum das die Leute einfach nicht auf die Kette kriegen, ne? Ihr wart ein guter Freund für mich. Ja, war ich. Das bedeutet mir etwas. Ja, ich bin aber erbost. Ich bin erbost. Weißt du, wie sollst du hier über... Weißt du, mit solchen Leuten hier, ne? Wenn der Putin kommt, da kannst du echt, kannst du nur noch auf den Rücken legen und alle Viere von dir stellen. Krieg kannst du mit den Leuten hier nicht gewinnen. Weißt du? Müsst ihr mich wirklich ausgerechnet jetzt belästigen? Weißt du, das Schlimme bei solchen rechten Spinnern ist ja, ne? Dass sich der Führer habt, ihr zu einem fairen für Preis die schämen würde. Mir ne? Gehört der verpfändete Pfifferling drüben beim Markt. Mit denen kannst du auch keinen Blitzkrieg mehr starten. Das ist doch wirklich. Euch kennengelernt boah. Zu haben. Wollt ihr am Leben bleiben? Warum ein Risiko eingehen? Scheißen sich eine Hose. Der hat Bomben. Der hat Atombomben. Ja, schön, hat er. Und? Was? Und jetzt? Meine Mutter war eine starke Frau. Hä? Was ist das für eine bescheuerte Argumentation? Ja, der hat Atombomben. Ja, toll, der Typ hat eine Waffe, jetzt darf er Banken überfallen, oder was? Ja, der könnte die benutzen, ne? Ah, hallo. Klar. Was kann Saphir für euch Putin tun? Ist ein Psychopath. Ein absolutes Arschloch, auf Deutsch gesagt, ist er. Ne? Aber er ist nicht doof. Ne? So, und er weiß, wenn ich die Bombe einsetze, kriege ich selber einen vor der Nüsse. Und das Schöne bei solchen Psychopathen, ne? Bei solchen Psychopathen ist, die lieben sich selbst. Mehr als alles andere. Ne? Überhaupt sind sie sowieso nur dazu in der Lage, sich selber zu lieben. So, und von daher wird Putin alles Mögliche machen, um seinen kleinen Popelsarsch am Kacken zu halten. Ne? So. Und da weiß er ganz genau, wenn er die Bombe schmeißt, ist das gleichbedeutend, da kann er sich genauso wie der Führer im Bunker die Knarre an den Kopf halten. Das ist Selbstmord. Darf ich euch ja, und aus dem Grund wird das nicht tun. Den könnt ihr mir geben. Ich verspreche aber nicht, ihn auch anzunehmen. Warum schließt ihr euch nicht uns ganz offiziell an? Nehmt euch einen Stuhl und ein Getränk. Ist schon gut, Delvin. Ich bin erbost. Hier, Bilanzfälschung ist fertig. Diese Arbeit liegt euch. Und sie wird euch mit der Zeit reich machen. Hast du extra ich bin für die Diebstähle, Bilanzfälschungen und Raubzüge zuständig. Die etwas delikateren Aufträge. Wenn ihr Einbrüche bevorzugt, dann sprecht mit Vex. Ja, nämlich Diebstahl. Es gibt wirklich jede Menge Leute, die ihre Wertsachen mit sich herumtragen. Sie warten nur auf jemanden wie euch, der ihnen die Taschen leert. Ach so, die warten. Also,
Seid ihr bereit für eine kleine Diebestour? Sicher, wenn das nicht in Riften ist. Wenn ihr so weitermacht, seid ihr bald reich genug, um euch zur Ruhe zu setzen. Bin ich Viel schon. Glück. Wo geht's hin? Windhelm ist okay. Willkommen in unserer netten kleinen Familie. Wex. Seid ihr fertig oder nicht? Bin fertig. Bin immer noch sauer auf dich, Wex. Schon erstaunlich, was die Leute für uns liegen lassen, nicht wahr? Hast du extra Ich kümmere mich um Einbruch, Denunziation, Ausräumen und Raubüberfälle. Meistens muss man dazu irgendwo einsteigen. Wenn euch solche Arbeit nicht zusagt, wendet euch an Delvin. Bei ihm geht es etwas direkter und, sagen wir, persönlicher zu. Cool. Was habe ich letztes Mal gemacht? Einbruch, ne? Nehme ich jetzt Wenn ein Kunde uns braucht, um einen anderen auszuschalten, benutzen wir andere Methoden als die dunkle Bruderschaft. Wir finden eine andere Möglichkeit, um ihn aus dem Weg zu räumen. Okay. Ihr schmuggelt gefälschte Beweise in das Haus der Zielperson und dann geben wir der Stadtwache einen Tipp. Alles klar. Der Rest geht dann ganz von allein. Meint ihr, dass ihr das schafft? Kriege ich ja. Die Weise sicher, sicher. Erledigt die Sache nur einfach. Hier ist der Auftrag. Erfüllt. Riften. Marise. Marise in Riften. Haben wir denn jetzt hier neue Händler? Immer noch nix. Das ist so, was mich hier so nervt. Ne? Man muss es bis zum Erbrechen muss man es machen, bis man hier mal einen Fortschritt sieht. Ah. Na ja, gut. Ja, schön. Ihr kommt von einem Auftrag, hä? Ich hoffe, es ging... Alles gut, Saphir. Ihr braucht Alles etwas? Gut, Saphir. Problem ist heute, ich kann nicht mehr Skyrim zocken, weil mein Kollege mir eine selten dämliche TikTok geschickt hat. Boah, ärgere ich mich über sowas, weißt du? Wie kann man so dumm sein? Oder so gleichgültig? Weißt du, das wäre ja... Ne? Auch hier die AfD, die ist doch... Das ist doch Putin-Troll... Da könntest du dran schreiben. Mir gehört der AfD oder die Leibeigenen von Putin. Ja, Marise. Guck weg. Guck weg. Alles gut, Marise. Lass die Finger davon. Ja, ich bin ja schon weg. Ja. Alles gut, tut mir leid. Aber muss ich tun. So. Meine Herren, ey. Deswegen, ne, auch AfD. Ne? Nicht nur, dass das selten dämlich ist, was die von sich geben. Ne? Das ist ja Punkt 1, warum ich so absolut angeekelt bin. Ne? Weil was die da quasseln, ist einfach nur dumme Scheiße. Da kommt wirklich, da ist alles nachweisbar Bullshit. Oft Bullshit, weißt du? Alleine dadurch fühle ich mich schon angeekelt, weil es einfach dumm ist. Ne? So. Da weiß ich nicht, warum wählen Leute sowas, weißt du? Weil sowas zu wählen bedeutet für mich, da kannst du ja auch gleich einen Aufkleber mit ich bin doof auf die Stirn draufballern. Ne? Sämtliche Forderungen, die AfD stellt, sind entweder unmöglich im Rahmen unseres Grundgesetzes durchzusetzen, ne? Denn dafür bräuchtest du eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag, um das Grundgesetz zu ändern. Wage ich zu bezweifeln, dass die AfD jemals 66% bekäme. Und wenn doch, dann sind wir sowieso komplett am Arsch. Also wenn die AfD mal irgendwann 66% bekommt, dann sind wir komplett am Arsch. Wir sind ja jetzt schon, pfeifen wir auf dem letzten Loch. Ne? Deutschland hat keine nennenswerten Bodenschätze. Das Einzige, was wir hätten,
als Ressource sind unsere Plagen, weißt du, und die lassen wir in der Schule, lassen wir sie verblöden, weil keine Lehrer da sind, um die auszubilden. Packen die in so riesen Klassen rein, ne, andauernd fällt Unterricht aus, weißt du, und dann wunderst du dich, dass die Plagen heute nichts mehr auf die Kette kriegen. Und die Eltern sind nicht besser. AfD! Ja, warum? Ich finde Ausländer scheiße. Ja, aber was hast du davon, wenn Ausländer jetzt weg... Weiß ich nicht. Ich finde aber scheiße. Ausländer sind doof. Die sehen anders aus und das macht mir Angst. Ich fürchte mich vor Dingen, die anders sind. Ne? Ach. Dummes Pack, weißt du? So. Hilft mir nicht. Hilft mir nicht bei unserer derzeitigen Situation, hilft mir nicht bei der Inflation, hilft mir nicht beim Krieg gegen Putin, hilft mir nicht beim Klimawandel, hilft mir bei nix, wenn ich die Asylanten loswerde. Mal ganz zu schweigen davon, ne, dass es total bescheuert ist, habt ihr ja gesehen hier bei Trump, der hat versucht eine Mauer zu bauen. Seit wann hilft eine Mauer davor, dass Menschen irgendwo rein oder rauskommen? Selbst in Gefängnissen brechen sie aus. Irgendwas schlüpft immer durch. Ne? Von daher musst du irgendwie die Fluchtursache. Ne? Hilft doch nichts, Salbe auf ein gebrochenes Bein zu schmieren. Ne? Du musst die Ursache musst du behandeln, nicht die Symptome von der Krankheit. Aber das ist zu kompliziert. Ne? So, und deswegen wird die AfD gewählt. Die liefert so herrlich einfache Antworten auf komplexe Fragen. Dass die totaler schwach sind und Bullshit sind, spielt dabei anscheinend überhaupt gar keine Rolle. Was willst du machen? Was willst du machen, weißt du? Und dann werden solche TikToks werden geteilt. Und ich habe den ganzen Tag im Arsch, weil mir ein Kollege versucht hat, ein witziges TikTok zu schicken. Und ich kack ins Essen, weil ich mir nicht... Also nur mal, eigentlich... Möchtest du den packen und ins Lager sperren, wirklich? Ne? Oder Freundschaft direkt kündigen? Ja, kannst du ja nicht machen. Kannst du ja nicht, nur weil einer blöde ist. Es hat mir wirklich. Aber mein Tag ist jetzt im Arsch. Wegen gehirnverbrannten TikTok. Ne? Dann kannst du doch nicht mal ihm erzählen, hör mal, das ist totaler Bullshit. Ne? Ja, das ist deine Sicht. Ich denk da anders drüber. Du denkst überhaupt nicht. Du plapperst nur den Scheiß nach, den irgendwelche Facebook-Gruppen dir vorplappern. Denken kommt da überhaupt gar nicht in deiner Gleichung vor. Ne? Anstatt du dich mal hinsetzt und mal wirklich drüber informierst, teilst du irgendeinen Schwachsinn, wo du das Gefühl hast, das ist die Wahrheit. Ne? Mit Gefühlen wird heutzutage Politik gemacht. Ne? Ja, warum willst du denn den Lindner? Ja, der macht schöne Schwarz-Weiß-Bilder. Ja, und was hältst du von der Politik? Hä? Boah, leck mich an Arsch, ey. Wir sind fertig. Ne? Vielleicht ist das gerecht, dass Putin uns platt macht. Vielleicht sind wir wirklich zu dekadent. Vielleicht haben wir wirklich es verdient, von so einem kleinen russischen Hurensohn schön mal die Rosette versilbert zu bekommen. Damit wir wieder wissen, wo der Hammer hängt. Ne? Meine Fresse. So, an der Stelle, ich bin raus. Ich wünsche euch was. Ich mache morgen weiter mit Skyrim. Boah, muss jetzt erstmal wieder Pillen fressen.